Kapitel 3 der Vorlesung Information Retrieval. Indexing. Anfrageverarbeitung 2. Beim Mengenretrieval induziert eine Anfrage gemäß ihrer Semantik eine Teilmenge der indizierten Dokumente. Diese Teilmenge wird als Suchergebnis zurückgegeben und als potenziell relevant betrachtet. Obwohl die zurückgegebenen Dokumente in irgendeiner Reihenfolge angezeigt werden müssen, hängt diese Reihenfolge üblicherweise nicht von einer Quantifikation ihrer Relevanz ab. Vom Suchenden wird erwartet, dass er oder sie sämtliche Dokumente auf ihre Relevanz hin prüft. Demgegenüber steht das gerankte Retrieval, bei dem die Dokumente in eine Reihenfolge gebracht werden, die ihre Relevanz zur Anfrage widerspiegelt. Um die Relevanz eines Dokuments einschätzen zu können, wird ein Retrieval-Modell benötigt, also ein Formalismus, der dazu geeignet ist, für Dokumente, die relevanter bezogen auf eine Anfrage sind als andere, auch einen höheren Relevanzwert zu berechnen. Wir nehmen an, dass hierfür ein additives Maß vorliegt. Der Relevanzwert eines Dokuments wird als Summe einzelner Terme-Relevanzwerte berechnet. Jeder Terme-Relevanzwert setzt sich wiederum zusammen aus einem Faktor für den Term in Bezug auf das Informationsbedürfnis und einem Faktor für den Term in Bezug auf den Inhalt des Dokuments, die schlicht multipliziert werden. Um ein Ranking aller Dokumente bezüglich ihrer Relevanz zu induzieren, muss für alle Dokumente ein solcher Relevanzwert errechnet werden. Im Folgenden befassen wir uns mit grundlegenden Algorithmen, die hierfür geeignet sind. Unabhängig davon, welcher Retrieval-Typ vorliegt, haben alle Schlüsselwortanfragen eine boolesche Semantik. Diese Semantik ist entweder explizit mit den Nutzerinnen und Nutzern eines Index vereinbart, oder sie wird implizit durch die Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer und ihr Verhalten definiert. Wir unterscheiden vier Typen von Schlüsselwortanfragen: Anfragen bestehend aus einem Term, rein disjunktive Anfragen aus mehreren Termen, rein konjunktive Anfragen aus mehreren Termen, alle übrigen, komplexeren Boolean-Anfragen aus mehreren Termen. Anders als beim Mengenretrieval zuvor, betrachten wir beim gerankten Retrieval nur Ein-Term-Anfragen und rein disjunktive Mehrterm-Anfragen. Rein disjunktive Mehrterm-Anfragen bestehen aus mehr als einem Term, die logisch oder verknüpft sind. Ein Beispiel wäre die Anfrage Anthony oder Brutus oder Calpurnia. Gemeint sind alle indizierten Dokumente, die mindestens einen der drei Terme enthalten. Die Antwort auf Ein-Term-Anfragen und disjunktive Mehrterm-Anfragen ist in beiden Fällen eine Liste aller Dokumente sortiert nach absteigender Relevanz. Rein konjunktive Anfragen oder auch komplexere Anfragen ergeben für geranktes Retrieval wenig Sinn. Wenn die Berechnung eines Relevanzwerts gut funktioniert, dann sollte es keine Rolle spielen, ob alle Terme der Anfrage im Dokument sind. Denn wenn ein Dokument, in dem einer der Terme nicht vorkommt, relevanter ist, dann sollte dieses Dokument auch höher gerankt werden. Die Verarbeitung rein konjunktiver Anfragen ergibt in der Praxis nur dann Sinn, wenn der Nutzer das Ranking der Suchmaschine teilweise oder ganz überstimmen möchte. Beispielsweise könnte er oder sie fordern, dass bestimmte Terme im Dokument vorkommen müssen, da in vorherigen Anfragen ohne diese Forderung festgestellt wurde, dass nicht die richtigen Dokumente hochgerankt wurden. Auch die Phrasensuche ist in diesem Zusammenhang relevant und ein Weg, das Ranking der Suchmaschine zu überstimmen. Wenn das Ranking immer gut funktionieren würde, würden Phrasen als solche erkannt und die entsprechenden Dokumente hochgerankt. Was Proximity-Anfragen angeht, so ist zumindest die Nähe der Terme einer Anfrage zueinander im Dokument auch für die Relevanzwertberechnung interessant. Die Einbeziehung dieser Informationen in die Relevanzwertberechnung kann zu besseren Beurteilungen beitragen, sodass Positionsindexing auch für geranktes Retrieval von Bedeutung ist. Die Verarbeitung von Ein-Term-Anfragen geschieht durch Zugriff auf die jeweilige Postliste des Terms. Alle übrigen Dokumente haben mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Relevanz für die Anfrage. Mit Ausnahme vielleicht von Dokumenten, die Synonyme des Terms enthalten. Nehmen wir an, im Index sind die Postlisten nach Dokumentidentifikator sortiert. Die ebenfalls in den Postings abgespeicherten Termgewichte, zum Beispiel die Termhäufigkeit des Terms im Dokument, zeigen an, wie wichtig ein Term für den Inhalt des Dokuments ist.
Die Reihenfolge, in der Dokumenten Identifikatoren gegeben wurden, ist unabhängig von der Wichtigkeit eines einzelnen Terms für das Thema eines Dokuments. Daher sind in nach Dokument-Identifikator sortierten Postlisten die Dokumente, für die der fragliche Term wichtig ist, zufällig verteilt. Im Schlimmstfall ist das relevanteste Dokument am Ende der Liste. Damit die Dokumente aber in Reihenfolge ihrer Relevanz für die Einterm-Anfrage ausgegeben werden können, muss die Postliste zunächst eingelesen und neu sortiert werden, in absteigender Reihenfolge des Termgewichts. Diesen Aufwand kann man sich sparen, indem die Postlisten nicht nach Dokumentidentifikator, sondern nach den Termgewichten sortiert werden. Dadurch sind alle Dokumente, für die der Term wichtig ist, zuvorderst in der Liste eingetragen. Ein Retrieval-System, das Dokumente rankt, kann bei Einterm-Anfragen also einfach die ersten Einträge der Postliste in Reihenfolge ausgeben. Die Postliste muss in diesem Fall auch nicht mehr vollständig gelesen werden, sondern nur nach Bedarf, je tiefer der Nutzer oder die Nutzerin der Suchmaschine in die Ergebnisliste vordringt. Randnotiz: Diese Sortierung der Postlisten sorgt dafür, dass Skip-Elemente bzw. das Erzeugen einer Skip-Liste nicht mehr viel nützt, jedenfalls nicht zur Beschleunigung der Schnittmengenbildung zweier Listen. Dies steht im Widerstreit mit anderen Nutzungskonzepten für einen Index, sodass gegebenenfalls eine Mischstrategie gefahren wird. Die ersten paar hundert Einträge einer Postliste sind diejenigen Dokumente, die global wichtig bzw. lokal wichtig für den Term sind, und die übrige Liste ist nach Dokumentidentifikator sortiert. Für die Verwendung eines Indexes, um Dokumente zu scoren, gibt es zwei grundlegende Strategien: Document at the Time Scoring und Term at the Time Scoring. Bei ersterem wird ein Dokument nach dem anderen gescored. Es wird vorausgesetzt, dass die Postlisten im Index nach der ID der Dokumente sortiert sind. Die Postlisten der Terme der Anfrage werden gleichzeitig geöffnet und dann so iteriert, dass die Zeiger jeder Postliste immer auf das Dokument mit der nächsthöheren ID zeigen. Die dort gespeicherten Termgewichte werden dann für das Scoring des jeweiligen Dokuments herangezogen. Alle anderen Terme, die das Dokument möglicherweise enthält, die aber nicht in der Anfrage vorkommen, werden ignoriert. Beim Term-at-a-Time-Scoring wird die Postliste eines Terms nach dem anderen geöffnet, dafür aber alle Dokumente gleichzeitig gescored. Die Scores jedes Dokuments werden inkrementell berechnet, Term für Term, was funktioniert, da die Scoring-Funktion additiv ist. Im Folgenden betrachten wir für beide Ansätze je einen grundlegenden Algorithmus. Der Algorithmus für Document-at-a-Time-Scoring, DAAT-Scoring, erhält als Eingabe die Postlisten L1 bis LM der Terme T1 bis TM aus der Anfrage Q. Weiterhin erhält der Algorithmus eine Repräsentation FETQ der Anfrage Q. Die Repräsentation der Anfrage kann zum Beispiel ein Array von Termgewichten sein, die für jedes Wort der Anfrage errechnet wurden. Die Termgewichte messen die Wichtigkeit des Terms in Bezug auf das Informationsbedürfnis des Nutzers bzw. der Nutzerin. Die Ausgabe des Algorithmus ist eine Liste der indizierten Dokumente in Groß D in sortierter Reihenfolge ihrer Relevanz zur Anfrage Q. Der Algorithmus geht in 7 Schritten vor. Zunächst wird die Resultatliste initialisiert sowie eine Iteratorvariable für jede Postliste. Anschließend werden die Schritte 3 bis 6 iterativ wiederholt, bis alle Iteratoren das Ende ihrer jeweiligen Postliste erreicht haben. Es wird das Dokument mit dem aktuell kleinsten Identifikator festgestellt, auf das die Iteratoren der Postlisten verweisen. Anschließend werden die Termgewichte des Dokuments gesammelt und eine Repräsentation des Dokuments FETD analog zur Repräsentation der Anfrage FETQ erzeugt. Daraufhin wird der Relevanzwert von D für Q mit Hilfe einer dafür vorgesehenen Relevanzfunktion Rho berechnet, die Repräsentationen von Anfragen und Dokumenten auf reellwertige Relevanzwerte abbildet. Anschließend werden alle Iteratoren, die auf das gerade gescorte Dokument zeigen, in der Liste weiterbewegt. Zuletzt, wenn die Vereinigungsmenge der Dokumente, auf die in allen Postlisten verwiesen wird, gescored wurde, wird die sortierte Liste von gescorten Dokumenten ausgegeben. Alle übrigen Dokumente haben einen Relevanzwert von 0. Hier der Algorithmus im Pseudocode. Die Resultatliste wird als Priority Queue initialisiert
und die Iterator-Variablen x1 bis xm auf das Kopfelement der Postlisten L1 bis LM positioniert. Es wird eine Schleife geöffnet, deren Bedingung eine einfach auf True gesetzte Boolean-Variable continue ist. Diese Variable wird genau dann auf False gesetzt, wenn alle Iteratoren über das letzte Element ihrer jeweiligen Postliste hinaus bewegt wurden. Nachdem in Zeile 5 der Dokumentidentifikator festgestellt wurde, der gerade der kleinste ist, auf den die Iteratoren verweisen, wird in Zeile 6 bis 11 die Dokumentrepräsentation rekonstruiert. Diese Repräsentation entspricht dem Spaltenvektor von D in der Term-Dokument-Matrix und enthält alle von 0 verschiedenen Einträge. In Zeile 12 wird auf Basis der beiden Repräsentationen für Anfrage und Dokument der Relevanzwert R des Dokuments für die Anfrage berechnet und anschließend in die Resultatliste eingefügt. Anschließend geschehen zwei Dinge gleichzeitig. Alle Iteratoren, die auf einen Listeneintrag verweisen, dessen Schlüssel dem des aktuell betrachteten Dokuments D entspricht, werden zum nächsten Listenelement bewegt. Zuvor wird die Continue-Variable auf False gesetzt, um einen weiteren Schleifendurchlauf zu verhindern. Falls es jedoch einen Iterator gibt, der noch auf ein Listenelement zeigt, wird Continue wieder auf True gesetzt, um sicherzustellen, dass auch dieses Dokument noch gescored wird. Die Art und Weise, wie die Postlisten verarbeitet werden, erfordert häufige Disk-Seek-Operationen, was gerade bei rotierenden Festplatten einen bedeutenden Einfluss auf die Laufzeit haben kann. Die Sortierung der Postlisten nach Dokument-ID sorgt global dafür, dass die Dokumente in aufsteigender Reihenfolge ihrer ID abgearbeitet werden. Im Falle, dass die Dokument-IDs gemäß eines globalen Maßes für die Wichtigkeit des Dokuments neu vergeben wurden, bedeutet dies, dass die wichtigsten Dokumente zuerst gescored werden. Dies ermöglicht frühzeitiges Abbrechen der Suche im Falle, dass die relative Wichtigkeit der zuvorderst betrachteten Dokumente, die als Faktor in die Relevanzfunktion Rho einfließt, nicht mehr erwarten lässt, dass weiter hinten einsortierte Dokumente noch einen höheren Score erreichen können. Ansonsten müssen alle Dokumente, die in den beteiligten Postlisten vertreten sind, gescored werden, um das wichtigste Dokument zu identifizieren. Der Algorithmus Term-at-a-Time-Scoring, TAAT-Scoring, erhält als Eingabe die Postlisten L1 bis LM der Terme T1 bis TM aus der Anfrage Q. Weiterhin erhält der Algorithmus eine Repräsentation FETQ der Anfrage Q. Die Repräsentation der Anfrage kann zum Beispiel ein Array von Termgewichten sein, die für jedes Wort der Anfrage errechnet wurden. Die Termgewichte messen die Wichtigkeit des Terms in Bezug auf das Informationsbedürfnis des Nutzers bzw. der Nutzerin. Die Ausgabe des Algorithmus ist eine Liste von indizierten Dokumenten in Groß D in sortierter Reihenfolge ihrer Relevanz zur Anfrage Q. Zunächst wird die Resultatmap initialisiert. In der darauffolgenden Vorschleife werden die vorübergehenden Postlisten einen nach der anderen, Term für Term, verarbeitet. Für die ITE-Postliste wird in Zeile 3 eine Iterator-Variable zunächst auf das Kopfelement der Postliste gesetzt. In Zeilen 4 bis 9 werden dann die Postings der Postliste in Reihenfolge verarbeitet. Der Identifikator des Dokuments D wird gelesen, sowie das Termgewicht W, das der Term der ITE-Postliste für Dokument D hat. In Zeile 7 wird dann der vorläufige Relevanzwert von D in R aktualisiert. Es wird das Termgewicht des ITE-Terms in der Query-Repräsentation FETQ mit dem Termgewicht des ITE-Terms für Dokument D multipliziert und das Ergebnis dann mit dem vorläufigen Relevanzwert von D addiert. Anschließend wird der Iterator zum nächsten Listenelement bewegt. Wenn alle Postlisten nacheinander verarbeitet wurden, enthält R eine Abbildung aller Dokumentidentifikatoren auf ihren Relevanzwert. Diese werden dann sortiert ausgegeben. Die Reihenfolge, in der die Postlisten der Terme der Anfrage verarbeitet werden, hat einen Einfluss darauf, wie schnell die Relevanzwerte sich ihrem finalen Wert annähern. Eine Sortierung der Postlisten nach dem Termgewicht der Terme in der Anfrage kann dazu beitragen, dass die Relevanzwerte sich schnell ihrem finalen Wert annähern. Das erlaubt es, die Verarbeitung von Postlisten längerer Anfragen frühzeitig abzubrechen und mit den approximierten Relevanzwerten fortzufahren.
Es kann dann zwar sein, dass die Reihenfolge der Dokumente nicht der entspricht, die herauskommen würde, wenn alle Postlisten verarbeitet würden, aber möglicherweise genügt das Ranking trotzdem. Die grundlegenden Algorithmen für das Document Scoring errechnen einen Relevanzwert für sämtliche Dokumente im Index. Wie bei der Besprechung der einzelnen Algorithmen bereits erwähnt, ist es möglich, die Verarbeitung der Anfrage frühzeitig abzubrechen, wenn man sich hinreichend sicher ist, die wichtigsten relevanten Dokumente identifiziert zu haben. In der Praxis von Suchmaschinen, gerade Websuchmaschinen, schauen sich die Nutzerinnen und Nutzer nur einen kleinen Bruchteil aller Dokumente an, sodass es genügt, nur die K wichtigsten Dokumente zu retrieven. Man spricht von Top-K-Retrieval. Mit dieser Maßgabe ist es möglich, einen signifikanten Anteil der Verarbeitungszeit einzusparen. Unabhängig davon gibt es auch noch andere Optimierungen der Algorithmen, die ebenfalls große Einsparungen ermöglichen. Ein paar Ideen. Terme, deren Termgewicht in der Dokumentkollektion, zum Beispiel die inverse Dokumenthäufigkeit, besonders niedrig ist, können bei der Verarbeitung gegebenenfalls ignoriert werden, solange noch ausreichend andere Terme in der Anfrage vorhanden sind, bei denen das nicht der Fall ist. Ausnahmen bilden Anfragen, die viele Stopwörter enthalten. Sobald beim Document-at-a-Time-Scoring eine hinreichende Zahl von K Dokumenten gefunden wurde, wird festgestellt, welche Terme der Anfrage in den K relevantesten Dokumenten konkurrieren. Alle übrigen Dokumente, bei denen diese Terme nicht konkurrieren, werden daraufhin ignoriert. Um die Berechnung der Document Scores noch weiter zu beschleunigen, ist es beispielsweise beim Term-at-a-Time-Scoring möglich, die Berechnung der Scores vorzeitig abzubrechen, wenn absehbar ist, dass sich die Gesamtgewichte durch die Betrachtung weiterer Terme nicht mehr stark verändern und damit das Ranking der Dokumente schon weitgehend final ist. Darüber hinaus wurden vorhin schon weitere Möglichkeiten des frühzeitigen Abbruchs der Verarbeitung erwähnt. Zuletzt können die Dokumente in Gruppen absteigender Wichtigkeit, sogenannte Tiers, unterteilt werden. Dies beschleunigt die Verarbeitung. Nur wenn im obersten Tier nicht ausreichend relevante Dokumente identifiziert wurden, wird die Anfrage im Index der Dokumente niedrigerer Tiers verarbeitet. Die Indexe großer Suchmaschinen werden verteilt gespeichert, um die Verarbeitung von Anfragen zu parallelisieren. Hierfür gibt es drei Strategien. Bei der Termverteilung werden die Postlisten über verschiedene Festplatten eines Rechners verteilt, um die gleichzeitige Verarbeitung von Postlisten zu beschleunigen, da so das parallele Einlesen der Listen nicht mehr durch das Hin- und Herspringen des Lesekopfes bei rotierenden Festplatten verlangsamt wird. Diese Strategie entspricht einer Scale-up-Strategie, da mehr Ressourcen dem Rechner hinzugefügt werden. Bei der Dokumentverteilung, auch Sharding genannt, wird die Menge der zu indizierenden Dokumente aufgeteilt und jeder Teil, oder auch Shard, auf einem anderen Rechner indiziert. Je mehr Rechner verfügbar sind, desto kleiner die Shards und demzufolge die Indexe. Und desto schneller kann eine Anfrage massiv parallel beantwortet werden. Zuzüglich eines Overheads für die Verteilung der Anfrage sowie das Fusionieren der Ergebnisse aus den einzelnen Shards. Die eben erwähnten Tiered Indexes verteilen die Shards eines Indexes über die verschiedenen Hardware-Komponenten je nach Wichtigkeit. Shards in Tiers wichtiger Dokumente werden eventuell konstant im Hauptspeicher gehalten, wohingegen Shards nachrangiger Tiers nur in Flash-Speicher oder auf rotierenden Festplatten vorgehalten werden. In der Praxis von Websuchmaschinen werden alle drei Strategien kombiniert. Um die Verarbeitung von Anfragen weiter zu beschleunigen, wird darüber hinaus Caching eingesetzt. Analysen großer Anfragelogs von Websuchmaschinen haben gezeigt, dass in etwa die Hälfte aller Anfragen pro Tag einzigartig an diesem Tag sind, eine Instanz von Zipfs Gesetz, und dass etwa 15% der Anfragen in dieser Form noch nie aufgetreten sind. Daran ist zu erkennen, dass das Web und die digitale Gesellschaft sich rasant weiterentwickeln und immer wieder Neues entsteht und geschieht. Umgekehrt bedeutet das aber auch, dass gut die Hälfte aller Anfragen schon einmal am gleichen Tag aufgetreten sind. Und für diese Anfragen können Suchergebnisse innerhalb einer Zeiteinheit einfach neulich ausgegeben werden, ohne sie neu zu berechnen. Folgende Caching-Strategien gibt es: das Caching vollständiger Suchergebnisse, das Caching von geschnittenen Postlisten und das Caching von häufig verarbeiteten Postlisten in schnelleren Speichern.
Es müssen adaptive Strategien zur Erneuerung der Einträge in den jeweiligen Caches umgesetzt werden, um bei neuen Ereignissen auf der Welt nicht für zu lange Zeit veraltete Suchergebnisse auszuliefern.